Herr Dr. Bauer, ich möchte Sie fragen, worauf kann man als Deutscher heute noch stolz sein? Wir Deutschen können nicht stolz sein auf Goethe und Schiller. Stolz können wir doch nur sein auf das Gute, was wir selber gemacht haben. Was macht die Suche nach Bormann und Mengele? Da gibt's nichts Neues. Die Suche nach Eichmann. Ich habe leider auch nichts Neues zu berichten, Dr. Bauer. Er kann nichts machen, er ist vollkommen isoliert. Unterschätzen Sie ihn nicht. Ein Mann glaubt, Adolf Eichmann in Argentinien entdeckt zu haben. Obersturmbannführer der SS. Das ist die zentrale Figur. Und was willst du jetzt tun? Ihn in Deutschland vor Gericht stellen. Eichmann würde in einem solchen Prozess unzählige Namen im Zusammenhang mit der Endlösung nennen. Bauer hat eine neue Fährte und ich weiß nicht, wen er im Visier hat. Niemand von Bonn bis Washington will Eichmann vor Gericht. Ich habe den Mossad kontaktiert. Die Spur ist eine tote Spur. Eine tote Spur? Das kann nicht sein. Wir beginnen Landesverrat. Verdammt nochmal, Angermann. Wollen Sie Gerechtigkeit? Glauben Sie wirklich, der BND wüsste nicht, wo sich diese Leute verstecken? Und das CIA? Er ist besessen. Meine eigene Behörde ist Feindesland. Sagen Sie es mir ehrlich, bin ich ein Feind unseres Landes? Ricardo Clement ist Adolf Eichmann. Wer ist die zweite Quelle, Dr. Bauer? Man sagt, dass Sie im Exil Probleme mit der dänischen Sittenpolizei hatten. Was wollen Sie? Mit Ihnen über Bauer reden. Geben Sie nicht auf, Fritz. Bitte. Hier geht es um mehr. Allerdings. Interessieren Sie sich für die Jagd? Ja, aber nicht auf Tiere.